Kapitel 3. Latias, der neue Herrscher des Waldes. Die Reise begann. Hydropi und ich brachen nahezu zur selben Zeit auf. Er auf direktem Weg nach Schatzstadt, ich direkt in eine andere Welt. Seit der Regeneration unserer Welt hatte sich im Seelenwald ein neues Portal aufgetan. Dieses würde ich nutzen, um die andere Welt ohne einen Umweg über die dunkle Welt nehmen zu müssen, erreichen zu können. Dass es dieses Portal gab, war jetzt natürlich ein großes Glück für mich. In unserer derzeitigen Lage wäre es definitiv keine Option, die dunkle Welt zu betreten. Trotz allem, was geschehen war, war ich tatsächlich noch nie in der anderen Welt gewesen. Öfters hätte ich die Chance gehabt, doch ich hatte sie nie ergriffen. Immer blieb ich in Silberdorf. Es war an der Zeit für mich, dies endlich zu ändern. Nicht nur würde ich Ivy zu uns zurückholen, auch würde ich endlich einmal den Herkunftsort von ihnen allen kennenlernen. Meine Reise dauerte trotz allem eine Weile. Es geschah nicht viel. Natürlich schwirrten auf der Reise viele Gedanken durch meinen Kopf. Taten wir das Richtige? Weshalb hatte Ivy sich abgekapselt? Würde sie zurückkehren? So viele Fragen und nur ein Weg, sie zu beantworten. Eine Reise in die andere Welt. Eine Welt, die ich schon bald durch ein Portal erreichte. Als sich alles um mich herum normalisierte, befand ich mich an einer großen Küste. Offensichtlich war ich direkt am Rand eines Kontinents gelandet. Glücklicherweise war es nicht sonderlich schwer herauszufinden, um welchen Kontinent es sich handelte. Ich drehte mich um und erblickte ein Meer aus verschiedensten Bäumen. Das Glück war auf meiner Seite. Ich war sofort am Waldkontinent angekommen. Jetzt musste ich nur noch Ivy finden und überzeugen, uns zu begleiten. Zwar hatte ich keine genaue Idee, wo im Wald sich der Stamm aufhielt, doch ich war optimistisch. Alleine die große Ansammlung an Gedankenkraft würde mir den Weg weisen. Selbst wenn ich vollkommen vom Weg abkommen würde, könnte ich ein anderes Pokémon um Hilfe fragen. Auf dem Waldkontinent gab es schließlich seit Groudons Ende keine Feinde mehr. Richtig? Ich begann sofort mit der Suche. Die Sonne schien nur leicht durch das Blätterdach und warf wunderschöne Schattenspiele in die Umgebung. Eine leichte und doch sehr frische Brise wehte. Mir war sofort klar, weshalb Chelast diesen Kontinent immer so sehr gemocht hatte. Chelast. Sein Tod verfolgte auch mich immer noch. Unsere Freunde aus dieser Welt waren zusammen in den Kampf gezogen und mit einem Krieger weniger zurückgekehrt. Ivy war seit diesem Tag einfach nicht mehr dieselbe gewesen. Ihr gutmütiges und immer gut gelauntes Wesen zog sich etwas zurück. Nach unserer Rückkehr nach Silberdorf wurde es deutlicher als je zuvor. Die paar Male, die wir Ivy noch sahen, wirkte sie sehr zurückgezogen und trübsinnig. Seit diesem fatalen Tag schien das Licht aus ihrer Seele wie verschwunden. Und doch hat sie ihre wahre Macht gefunden und die Urzeitbestie geschlagen. Ihre Rache vollstreckt. Vielleicht wollte das Leben, dass Chelast dieses Schicksal erleiden würde. Doch ich würde nie davon vollkommen überzeugt sein. Auf mir lastete auch ein Schatten der Schuld. Hätte ich dieses Ereignis vielleicht verhindern können, wenn ich verantwortungsvoller gewesen wäre? Mir war bewusst gewesen, welche riskante Entscheidung sie alle damals trafen. Und doch schritt ich nicht ein. Und dadurch kam Chelast um. War ich am Ende schuld an seinem Ende? Und sah Ivy dies vielleicht ähnlich? War der Grund für ihre Zurückgezogenheit der Gedanke daran, dass ich alles hätte verhindern können? Sah sie die Schuld für Chelasts Tod bei uns? Doch weniger wichtig war mir die Antwort auf diese Frage als auf die große Frage. War ich wirklich schuld? Doch es hatte früher schon keinen Sinn gemacht, sich so viele Gedanken über dieses Thema zu machen. Die Antwort würde ich wahrscheinlich nie herausfinden. Und selbst wenn ich es täte, es liegt nun alles in der Vergangenheit. Und man kann die Vergangenheit nicht ungeschehen machen, auch wenn man es noch so sehr will. Die Zukunft kann man jedoch ändern. Wir können sie ändern. Doch nur, wenn wir alle uns verbünden würden. Und dafür brauchten wir Ivy. Mit meinem Ziel nun noch fester vor Augen als zuvor, drang ich tiefer in den Wald ein. Je tiefer ich kam, desto merkwürdiger wurde die Atmosphäre. Es wirkte beinahe so, als würde im Kern des Waldes etwas lauern.
was die Natur dieses Ortes aus dem Gleichgewicht brachte. Die Luft wirkte trotz all der Bäume um mich herum unrein. Die Temperatur war unnatürlich. Ich fand kein einziges Pokémon. Und nach einer langen Zeit, in der ich weiterwanderte, kam ich an einen seltsamen Ort. Eine Art riesige Wand aus Steinen, die sich in die Länge zog. Ich folgte ihr in der Hoffnung, einen einfachen Durchgang zu finden. Hatte sich der Evoli-Stamm hier drin versteckt? Es würde wohl durchaus Sinn machen, sich irgendwie zu schützen. Schon nach kurzer Zeit schlug die seltsame Mauer eine Kurve. Je länger ich ihr folgte, desto klarer wurde, dass sie einen Kreis bildete. Aber es musste irgendwo einen Eingang geben, da war ich mir sicher. Und deswegen folgte ich ihr weiter. Und siehe da, nach einer Weile stützten an einer Stelle mehrere Holzbalken die Steine und bildeten eine Öffnung in der Mauer. Langsam trat ich ein. Im Inneren der Mauer wirkte die Verunreinigung noch stärker. Ihr Quell war in diesem Inneren. Doch schon bevor ich mich wirklich vom Tor entfernen konnte, hörte ich ein Rascheln im Gebüsch. Zwei Pokémon sprangen heraus, beide eindeutig Mitglieder des Stammes der Evoli. Ein Volipurba und ein Psyana. Sie hatten mich bereits entdeckt. Hey du, bleib hier! Da ich nicht feindselig wirken wollte, hörte ich auf das, was sie sagten. Doch sollten sie mich dazu bringen wollen, wieder zu gehen, dann würde ich mich wehren. Ich wartete einfach, bis sich etwas tat. Das Psyana setzte fort. Du solltest besser schnell von hier... Es wurde schnell von seinem Kameraden unterbrochen, was mich doch sehr verwunderte. Bist du nicht Latias aus der Wurzelwelt? Ja? Kennen wir uns? Nicht persönlich, aber egal, das macht es nur dringender. Du musst hier weg. Nein, ich gehe nicht, bevor ich nicht mit Eevee gesprochen habe. Das Volipurba sah mich traurig an. Wir meinen es gut, versteh uns, sie ist nicht hier. Mich überzeugten sie damit kein bisschen. Ich weiß genau, dass sie hierher zurückgekehrt und eure Anführerin geworden ist. Ich muss mit ihr reden. Es ist wichtig. Sie ist nicht hier. Glaube uns doch. Sie ist verschwunden. Verschwunden? Wenn das Psyana die Wahrheit sagte, könnte dies einiges erklären. Wieso? Und noch wichtiger, wohin? Wenn ich das wüsste, hätte ich mich schon vor langer Zeit auf die Suche gemacht. Aber seit sie den Kampf verloren hat, ein Kampf? Was für ein Kampf! Das Volipurba sah sich nervös um. Wir haben keine Zeit für so lange Erklärungen. Er darf dich nicht finden. Latias, machst du dich auf die Suche nach Eevee? Natürlich! Und ich werde sie finden. Dann begleite ich dich. Dann erzähle ich dir alles auf dem Weg. Das Psyana wirkte sehr unsicher, was diesen Entschluss anging. Du willst flüchten? Jetzt? Ja, vielleicht kann ich dann Eevee finden. Auf einmal erschallte ein grässliches Brüllen. Wir sollten hier weg. Schnell. Ohne noch lange nachzufragen, verließ ich die ummauerte Zone wieder. Das Volipurba folgte mir. Ich hatte für die Suche nach Eevee wohl einen Begleiter gefunden. Und während wir uns wieder auf zur Küste machten, erzählte er mir die ganze Geschichte. Also, ich sollte mich glaube ich auch vorstellen. Ich bin Blatt aus dem Evoli-Stamm. Und was für dich wahrscheinlich noch bedeutender ist als mein Name, ich bin Eevees Bruder. Eevee hat einen Bruder? Meinst du das ernst? Sie hat nie irgendetwas davon erzählt. Ja, es stimmt. Ich bin noch etwas jünger als sie, daher kannten wir uns kaum, bevor sie fortgeschickt wurde. Und sie hat sich im Allgemeinen nie wirklich gern an den Stamm erinnert. Ich fand es wirklich toll, dass sie damals zu uns zurückgekehrt ist. Alleine schon... weil ich sonst den Stamm hätte führen müssen und... das ist alles, aber nicht meine Stärke. Es lief eigentlich auch alles prima, nachdem sie wieder bei uns war. Die meisten wirkten ziemlich einverstanden mit allem, was sie machte und sie war eine gute Anführerin für unsere Gruppe. Nur merkte ich selber oft, dass sie mental eher negativ eingestellt war. Ich versuchte immer, sie etwas aufzumuntern und ich glaube, es hat ihr auch geholfen. Wir haben uns seit ihrer Rückkehr prima verstanden. Sie hat mir sehr oft von euren Reisen erzählt und von Chelast. Ich habe ihn nie kennengelernt, aber so wie sie von ihm redet, er muss ein tolles Pokémon gewesen sein, nicht? Ich nickte bloß kurz. Das alles änderte sich aber an einem Tag vor etwa 2,5 Jahren war es, glaube ich.
als auf einmal ein Pokémon bei uns aufgetaucht ist. Ivy hatte mir bereits ein paar Mal von diesem Pokémon berichtet, meinte aber eigentlich immer, dass er tot sei. Und er redete etwas von Rache. Er forderte Ivy zum Kampf heraus und sie verlor kläglich. Ihr Herausforderer verscheuchte sie aus dem Wald und übernahm die Herrschaft über den Stamm. Wir können ihm eigentlich nichts entgegensetzen. Und von Ivy habe ich seit diesem Tag nichts mehr gehört. Es ist alles wegen Groudon. Groudon. Seit dem Ende des Krieges hatte ich mir keine Sorgen mehr wegen ihm gemacht. Ich war davon ausgegangen, dass er damals, als er verschwand, in die Finsternis des Void verbannt worden wäre. Ich hatte nie überhaupt in Erwägung gezogen, dass er am Leben sein könnte. Doch nun, wo ich es wusste, ergab es völlig Sinn. Alle Generäle waren nach ihren Niederlagen zurückgekehrt. Wieso sollte Groudon es dann nicht sein? Und auch ein Gedanke, der mir dadurch jetzt erst kam. Necrozma. Aber ich verdrängte all die Gedanken fürs Erste wieder. Ist sie nach ihrer Niederlage einfach geflohen, ohne Anzeichen wohin? Oder hat sie vielleicht vorher einmal irgendetwas von einer Richtung gesagt? Nein, aber selbst wenn sie das hätte, es ist viel zu viel Zeit vergangen. Ehrlich gesagt, ich hoffe es zwar mit ganzem Herzen, aber ich bin mir nicht sicher, dass wir sie wirklich noch lebendig auffinden können. Sie war bereits vor Groudon all die Zeit so negativ eingestellt und dieser Kampf dann, sie war vollkommen am Ende. Dazu muss ich kein Hellseher oder sowas sein. Wenn sie noch am Leben ist, dann steckt sie trotzdem sehr wahrscheinlich in großer Gefahr. Sofort durchfuhr mich ein Schauer. Er hatte recht. Was, wenn Ivy sich etwas angetan hätte? Ich musste sie sofort finden. Und dann würden wir den Stamm befreien. So viel Zeit musste sein. In meiner neuen Hast entwickelte ich schnell einen Plan. Also, wir müssen uns beeilen. Ich würde sagen, wir gehen die einsame Insel besuchen. Der Ort, an dem Ivy so lange gelebt hatte. Wenn sie sich einen Rückzugsort gesucht hat, dann wird es vermutlich dort gewesen sein. Falls wir sie dort nicht finden, gehen wir nach Schmuckstadt. In der Gilde bekommen wir vielleicht Informationen. Also, lass uns aufbrechen. Wir haben keine Zeit zu verlieren, so wie ich das sehe. Blood schien mit meinem Plan einverstanden zu sein. Gut, das machen wir. Wie kommen wir schnellstmöglich an diese Orte? Spring auf und halt dich gut fest. Schon bald flogen wir durch die Lüfte der anderen Welt. Ihre Weiten wirkten ähnlich beeindruckend wie in unserer. Nur waren sie für mich so fremd. Und mir fehlte natürlich auch die Orientierung bezüglich der Kontinente. Hast du eine Idee, in welche Richtung ich fliegen muss? Für einen Moment blieb Blood still. Er dachte offensichtlich selber nach. Nicht wirklich. Nur eine Vermutung. Ich bilde mir ein, dass früher, als ich noch ein Kind war, meine Eltern mir erzählt hatten, dass Ivy an der Westküste fortgeschickt wurde. Das heißt, dass der Inselkontinent wohl auch im Westen liegen muss. Es war eindeutig nicht die überzeugendste Quelle, aber wirklich eine andere Wahl, als ihr zu folgen, hatten wir nicht. Wie wir im Anschluss die Gilde finden würden, stand noch einmal auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Im Moment lag unsere Hoffnung einfach darauf, dass Ivy sich tatsächlich auf der einsamen Insel befinden würde. Doch schon bei der Ankunft am Inselkontinent fiel mir ein weiteres Problem auf. Ich hatte ganz vergessen, was mir über diese Gegend erzählt wurde. Wie würde ich die einsame Insel unter den hunderten kleinen Islands finden? Doch dieses Mal schien Blood eine genauere Idee zu haben. Davon hat Ivy mir manchmal erzählt. Sie hat dabei immer von einem langen Strand, einem dichten Dschungel und einem kleinen Vulkan geredet. Damit können wir auch bestimmt schon einige Inseln ausschließen, oder nicht? Wir konnten bereits mehr Inseln mit diesen Kriterien ausschließen, als ich je gewagt hätte zu hoffen. Der Vulkan war hierbei unser wichtigster Anhaltspunkt. Aber eine Kombination aus diesen drei Faktoren gab es trotzdem zweimal. Doch es gab noch eine Sache, an die ich mich aus Bulbys Erzählung erinnerte, die uns zeigte, welche Insel das Island war, welches Ivy so lange bewohnt haben musste. Die kleine Höhle nahe des Strandes, in der Groudon Bulby damals gefangen genommen hatte. Das Island hatten wir gefunden. Aber würden wir hier auch Ivy finden? Mehr als hoffen konnten wir nicht. Doch gleichzeitig hatte ich auch Angst, dass wir sie finden würden. Und sie nicht mehr unter uns weilen würde.